Tierwitze, Delfine und Wale. Genau. Also dieses Buch ist ein Herzenswerk für mich, weil es gibt sehr viele Bücher und Delfine und Wale und sie sind alle ganz wunderbar. Und mir haben aber darin immer gefehlt, entweder waren sie sehr wissenschaftlich oder sie waren so spirituell und abgehoben, dass überhaupt kein für mich Erdbezug mehr da war. Also mein Vater ist ein Wissenschaftler und aus einer wissenschaftlichen Richtung und für mich war immer sehr wichtig, das Spirituelle auch auf die Erde zu bringen und naturwissenschaftlich zu betrachten, zu hinterfragen. Und ich habe das in diesem Buch versucht, diese Kombination herzustellen von wissenschaftlichen als auch spirituellen, für die Seele, für das Herz und viele, viele Bilder. Es ist voll mit wunderschönen Bildern, die mir viele, viele Freunde und Bekannte auf der ganzen Welt, Fotografen, die großteils am Meer leben und seit Jahrzehnten fotografieren, haben mir ihre Bilder zur Verfügung gestellt, damit wenn man das in den Händen hält, das Buch, man es mit den Bildern auch spürt, wie das ist, wenn man denen am Meer begegnet. Also das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Und eine fantastische Grafikerin, also vom Schirner Verlag, die hat mit mir in Zusammenarbeit, die hat das so schön gemacht, Simone Leikauf. Ja, jetzt lese ich mal was daraus vor. Da sind wir viele Stunden gesessen. Und es ist eine Mischung aus persönlichen Erzählungen und eben auch Übungen und Informationen, wissenschaftlichen Hintergründen. So, wo fange ich jetzt an? Ja, das ist ein guter Platz. Bald reiste ich sogar nur ihretwegen an Orte auf der ganzen Welt. Ich besuchte die Kanarischen Inseln, Australien, Hawaii, die Karibik, Mittelamerika. Dabei inspirierte mich ein anderer Schriftsteller, Sergio Bambarén. Nur wer seine Träume lebt, kann seine Sehnsucht stillen. Eines seiner schönsten Bücher ist Der träumende Delfin. Ich fand Delfine einfach wunderschön. Ich liebte ihre Fröhlichkeit, ihre Verspieltheit und ihre Art, wie sie scheinbar mühelos im Wasser dahinglitten. Ich träumte von ihnen und im Schlaf sangen sie Lieder für mich, wiegten mich und schwammen mit mir. Eines Tages schwamm ich wirklich mit ihnen auf dem offenen Meer. Alles geschah wie in einem Traum, den ich ein paar Tage davor gehabt hatte. Ich schnorchelte im kristallklaren, warmen Wasser um uns herum eine Gruppe von 10 Delfinen. Ich hielt die Luft an, tauchte unter, drehte mich, so wie auch die Delfine gern schwimmen und spielen. 2 drehten sich mit mir, um mich herum. Gemeinsam bildeten wir eine Spirale, die immer wieder hinunter und auftauchte. Und dann streiften sie sanft meinen Arm und Rücken, genauso wie sie sich untereinander immer wieder liebevoll berühren. Es war für mich der wunderschönste, zärtlichste Austausch unserer Energien. Mein Herz strahlte. Delfine sind telepathisch. Je weiter sich ein Mensch der Begegnung und dem Wunder und Mysterium des Lebens öffnet, desto näher kommen sie ihm. Ich kam mir dabei selbst nahe und erkannte, dass die Schönheit, die diese einfühlsamen Meeressäuger ausstrahlen, ein Teil meines Lebens geworden war. Ich glaube, da möchte ich auch noch ganz kurz was lesen, weil das ist mir auch ein Anliegen. Es geht nämlich in diesem Buch auch um Schutz und um Bewusstsein für unseren Planeten und was wir dafür machen können. Kurze Zeit nach meiner ersten Schwimmbegegnung mit Delfinen las ich in der Zeitung von Atomtests im Südpazifik, von Bomben unter Wasser. Ich fühlte einen stechenden Schmerz in meinem Körper. Es war, als sei ich ein Teil des Meeres. In diesem Moment wurde mir klar, ich bin tatsächlich ein Stück der Ozeane dieser Erde. Durch mein vieles Sein im Meer und durch die Liebe,
die mir die Delfine, die Wale und die anderen Meeresbewohner wie Schildkröten, Mantarochen und Fische geschenkt hatten, war es, als ob ich selbst von einer Bombe getroffen worden wäre. Ich weinte, Tränen liefen meine Wangen hinab und mein Herz und meine Seele taten weh. Ich wusste, so wie ich fühlte und ein Bewusstsein hatte, so empfanden auch die Erde, das Meer und alle seine Bewohner. Jedes ein eigenes Lebewesen mit einem Körper, einem Bewusstsein, einer Seele. Ja, durch euch hindurch und stell dir vor, du wirst jetzt ein Delfin. Versuch dir ein bisschen vorzustellen, wie fühlt sich das an, auf Erden als ein solches Lebewesen zu sein. Hochintelligent, wahrscheinlich die intelligentesten Säugetiere auf unserem Planeten. Das Gehirn ist wesentlich größer im Verhältnis zur Körpermasse als das von Menschen. Das größte überhaupt. Wale und Delfine sind ja auch verwandt. Der assoziative Denkbereich ist auch wesentlich größer. Sie haben halt keine Hände. Ja, stell dir mal diese Intelligenz vor, wie das ist. Du kannst dich multidimensional bewegen, fast so, als könntest du fliegen oder wärst im Weltraum. Spielen sehr viel, ja, wenn sie nicht jagen und schlafen, spielen sie. Berühren sich die ganze Zeit, kuscheln viel. Ganz viel Liebe. Erscheint einem sehr intelligent. Auf eine solche Art und Weise das Leben zu genießen. Wie fühlt sich das an, wenn du dir vorstellst, dass du so schwebst und fliegst, dass du ein Delfin bist, wenn du dich so in den Meeren auf dem Planeten grenzenlos bewegen kannst. Flüssig, ein flüssiges, telepathisches Sein. Relativ grenzenlos. Wahrscheinlich so grenzenlos, wie es sein kann, wenn man auf Erden lebt in einem Körper. Fühlt es sich für dich gut an? Tut es dir gut oder ist es für dich beängstigend? Oder kannst du es dir gar nicht vorstellen? Das ist auch okay. Du bist ein Delfin geworden in diesem Moment. Und was ist die Botschaft des Delfines an dich für dein Leben? Entspannte Gesichter. Jetzt meine Frage, wer von Ihnen hat eine Botschaft bekommen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also jede Menge. Und wer möchte diese Botschaft mit uns teilen? Gibt es sicher wen, ich weiß das. Ja, danke schön. Haben wir ein Mikro? Haben wir. Ich habe eine Botschaft bekommen und die war einfach, ich soll es mir leicht machen. Das ist eine gute Botschaft. Ja, die macht es für mich. Wir machen es uns alle manchmal viel zu schwer. Ja. Ich denke, es hat keinen Wert, wenn es nicht schwer ist. Ja, schön. Du hast bei vielen Leuten, glaube ich.